Den wollen wir mal ein bisschen weitermachen. Wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Wir verdoppeln das unser aktuelles Ziel. Erweitern Unternehmen, um für den Business Park besseren Service anbieten zu können. Kauf einen neuen Bus, für einen neuen Fahrer ein, generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer und transportiere mindestens 180 Passagiere. 180 Passagiere. Die Frage ist, wo bringt das am meisten ein? Fast schon irrelevant, aber die zweite. Deswegen gehen wir erstmal, ja, hier, Shop. Und holen uns einen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir könnten uns ja theoretisch gesehen. Den Setra holen. Den wir dann für uns so gesehen nutzen. Und können dann. Oh. Oder wäre was? Wegen WM. Ist aber schönes bei. Welchen nehmen wir denn? Oder wir lassen es einfach mal schlicht. Muss doch nicht immer was dabei sein. Wir bleiben hier bei und wählen eine andere Primärfarbe aus. Ach, nehmen wir mal so. Nein, man kann das nochmal schön anpassen. Schon, da war ja was, ne? Na, egal. Passt schon. Was hat das jetzt eigentlich gekostet? Okay, egal. Nicht drauf geachtet, unwichtig. Stelle einen Fahrer ein, Angestellte. Als Lehrling hat nicht eine Folge von der verpasst, zwar mein Taxifahrer konnte, aber nicht mit dem Scheiß umgehen, ein klein bisschen kurzsichtig. Spielt einen Ritter auf Fall. Warum spielt sie ein Ritter? Aber wir stellen sie einfach mal ein. Und gehen dann noch Fahrer zuweisen. Einmal den Citaro und die gute Dame. Und das sollte es ja schon gewesen sein, ja. Und jetzt fahren wir selber. Welche Strecke fahren wir? Auf jeden Fall auch mal die Strecke. Mit dem. Mit dem Setran natürlich. Ja, genau so. Lange ist. Schlange. Oh, okay. Ich bin erfreulich verwirrt. Ist natürlich. Also, ich muss erstmal wieder mit den Tasten klarkommen. Okay, war schon mal richtig. Wir brauchen, oder wir wollen das Licht hier vorne nicht haben. Das brauchen wir.
Numpad 1 und Numpad 2 war das alles noch. Okay, jetzt sind wir dann in Drive, gehen wir mal von aus. Blinken wir so, perfekt. Dann ach ja, Türen waren ja auch so. Ganz vergessen. Und das war F1. Ich muss mich wieder dran gewöhnen. Ich merke es jetzt schon. Müssen wir hier hin? Ich glaube nicht, oder? Verdammt. Jetzt habe ich nur die Schale angemacht. Das ist natürlich praktisch. Ups. Oh. Ups, wir mussten hier nicht hin. Mussten wir rechts rum? Kann das sein? Wahrscheinlich wir schon mal wieder ausgehen, danke. Also es geht natürlich gut los. Oh. Ja, das war genau so geplant. Dann muss ich nur herausfinden, warum ich okay, das Position, ich verstehe. Da war wieder das Problem mit Aufnahme und so weiter. Warum bist du so laut? War das nicht das? Okay, ich gucke gleich nochmal kurz nach, wie nochmal. Ich war nochmal der Tempomat. Naja, wenigstens regnet es nicht. Ich brauche einige Fahrkarten. Okay. Einzelstandard 2 Stück. 60 Cent, 1 oder 2, das und das. Boah, erstmal wieder dran gewöhnen. Eine Fahrkarte bitte. Eine vor Cordy. Was weiß du mir halt schöne Dings? Noch einfach warten. Wäre natürlich auch cool gewesen, hier zu verriegeln. Was? Ach so, hier. Klar. Wenn wir schon mal dabei sind. Na klar. Hier.
Hey, was machen Sie so? Ja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgegangen. Ich war jetzt hier ein bisschen. Links und rechts gucken. Ist da ein X? Oh, Tatsache. Wieso bin ich eigentlich rechts rumgefahren? Warum bin ich links rumgefahren? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Also mit Pünktlichkeit werden wir es heute nicht haben. Was stinkt denn hier so? Scheinbar hat sich das geändert. Dass sich der KI-Code ein bisschen verändert hat. Gehen wir sogar davon aus. Also in einer Weise. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Was? Hä? Oh. Irgendwie... die fassen Kombination wieder, muss ich mich daran gewöhnen. Zu lang ist es hier. Was war das jetzt? Ach, machen wir es so. Okay, holen wir uns was zu essen. Ja, tschüss. Zu spät, ich weiß, tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte, Woche, Standard. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzel, Senior, 2. Bitte. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Ach ja, Maus, beweg dich noch mal wieder woanders hin. Gibt's doch bestimmt was mit hinten drin. Und warum irgendwie... Ich bin verwirrt. Warum macht denn dann immer den Tempomat nicht rein? Verstehe ich nicht. Ich bin verwirrt. Drückt die Tasten nicht richtig. Eieieiei.
bitte eine Fahrkarte haben. Aber sicher doch, und sehe ich das richtig, dass ich den Tempomat nicht ausschalten muss? Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ach du heilige Scheiße. Danke. Einfach aus dem Moment, weil es noch aktiviert ist. Okay, die Zeit können wir uns noch nehmen. Hier ist die Fahrkarte. Augenblick, ich hab ihn in meine Fahrkarte. Ja, ich weiß. Augenblick. Was? Wunderbar. Ach so, hier, bitte. Klar. Perfekt. Oh Gott, der kommt mal so gut durch. Abgesehen davon, dass ich die Position noch ein bisschen verbessern kann. Dann bin ich auf der Vorfahrtsstraße. Dann bin ich ganz blöd. Oh ne, doch nicht. Eieieiei. Ich glaube, ich sollte häufiger Dings fahren. Damit ich mich zumindest noch eine Steuerung gewinnen kann. Behalte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ding ist schon wieder so. Wunderbar, freie Bahn. Tun wir mal so, als ob wir das Fahrzeug vor uns nicht gerammt haben. Weil jetzt das Spiel auch nicht tut. Okay, wir kriegen die Vorfahrt. Du solltest dir echt die Aussicht am Hafen anziehen. Sollte ich das? Absolut pünktlich. Danke sehr. Bitteschön. Bitte eine Fahrt. Eine sofort. Danke. Bitte. Dann ab zur Ostspeicher. Genau, ab zur Ostspeicher. Mit der Ansage hätte die nette Dame ruhig noch ein bisschen warten können. Wir fahren ja noch ein Stück. Der will mich fahren lassen. Hoch.
liebe diese Straße hier, ne? Der fährt einfach links rum und ja, von da gegen kann man auch links rumfahren. Schön. Kommt mir das so vor, oder sind die Ansagen weniger geworden? Ich könnte schwören, dass es früher immer noch gesagt wurde, oh, tut mir leid, ja, mach ich. Oder sowas in der Art. Täusche ich mich da. Okay, danke schön. Ich weiß es zu schätzen. Ganz okay, Timing. Ich hätte gerne Ihr Ticket. Sie haben meine Fahrkarte. Ja, das. Wollen Sie die dann noch? Na klar. Hier. Schnauze einfach zeigen. Hier. Kann man nicht das Gesicht von jedem merken. Ich muss dann auch Bus fahren. Nächster Halt, Westspeicher. Sonst kann er halt fahren, wir einfach. Dieses Schild ist auch immer echt bedrohlich. Ah, na. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Okay. Mal die Aussicht am Hafen ansehen. Was sollte ich das? Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Okay. Okay, der war gut. Ich weiß
nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Sei froh, dass du nicht strampeln musst. Das war jetzt nicht geplant. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Ich muss ja aussteigen, bitte. Gerne. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Aber sicher doch. Woche Standard und 2. Danke. Bitte. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mhm. Du denkst oder du weißt es? Du eigene Scheiße. Danke. Bitte. Zum Glück ist bald Sonntag. Nächster Halt, Grenzplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. Okay. Haben wir das ja auch schon fast wieder abgeschlossen. Okay, vielleicht auch nicht, weil sie vorne nicht weiterfahren wollen. Ja, die habe ich nicht gesehen, es blendet. Mea culpa. Was? Okay. Nein, zwei Spaßfahrer. Neues Wrap, neue Farbe, läuft. Neues Level. Ganz okay, Zufriedenheit. Passagiere unbekannt. Okay. Das waren jetzt okay, die Frage ist, ab wann zählt das? Ob das schon ab Anfang an zählt oder nicht? Okay, zählt von Anfang an. Easy going. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo.
Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurück zu bringen.